Hallo ihr Lieben und seid ganz herzlich willkommen zu meinem nächsten Gameplay. Und zwar spiele ich Ranked in der Mitte in der Preseason. So, das heißt, ich wollte mal ein bisschen ausprobieren, wie die Champions alle so sind und das im Ranked. Im Normal Game kann man ja nicht unbedingt vergleichen, da ist die Motivation mal eine ganz andere zu gewinnen als im Ranked. Es geht jetzt quasi noch nicht um wirklich viel in der Preseason, was Ranking angeht, weil ja die Elo resettet wird, zum Teil zumindest, ne? Also angeglichen und dann kommen wieder die Placement-Matches, 10 Stück, und dann entscheidet sich wieder, wo man startet. Für die 10 Placement-Matches möchte ich jetzt in der Preseason halt gerne rausfinden, welche Champions sind ziemlich gut, womit kann man ganz gut carryen, welche liegen mir und ne, solche Klamotten halt, damit es dann direkt wieder losgehen kann, wenn die Season startet. Ja, wir spielen in der Mitte gegen Twisted Fate als Veigar. Ich denke, das ist möglich, das ist machbar. Ich bin mir jetzt allerdings nicht ganz sicher, ob die bei Veigar jetzt irgendwas überarbeitet haben, weil ich ihn schon länger jetzt nicht mehr gesehen habe. Ob er wieder ein bisschen schwächer ist oder was auch immer. Ich dachte mir einfach trotzdem, ich spiele ihn einfach, weil mir dieser Champion einfach extrem Spaß macht. Und man sollte ja immer das spielen, was einem Spaß macht. Klar, wenn man ein bisschen tryharden will, sollte man auch mal was anderes zocken, was man nicht unbedingt spielen möchte, womit man aber gut ist. Dann ne, zum Beispiel, wenn man einen Main Champ hat, man hat schon 800 Games mit denen gemacht in der Season, hat jetzt nicht mehr unbedingt richtig Lust, den zu spielen, weil man den schon in- und auswendig kennt. Ne, aber man möchte ein bisschen tryharden, ein bisschen carryen, dann sollte man den durchaus mal auspacken zwischendurch. So ähnlich ist das jetzt auch mit Veigar. Nur, dass ich keine 800 Games mit Veigar gemacht habe, sondern, weiß ich nicht, 20 oder sowas. Und ich hatte gar keinen richtigen Main in der letzten Season. Beziehungsweise, ja, Kalista war so mein Main Champ. Bis sie dann zu Tode genervt wurde, meiner Meinung nach. Ich habe ungefähr, ja, lasst mich nicht lügen, so 150 Games mit Kalista gehabt, letzte Season. Ich weiß, es gibt Leute, die haben mehr. Oh, das war schlecht. Es gibt Leute, die haben ein bisschen mehr Games mit einigen Champions, aber ich habe ziemlich viele verschiedene Champions halt gespielt und ausprobiert. Und ja, Kalista hatte mir halt damals ziemlich gut gefallen. Jetzt ist sie allerdings nicht mehr so der Bringer. So, da konnten wir dem Gank ganz gut ausweichen. Vielleicht können wir da noch was machen. Oh, okay, dann habe ich leider noch ein bisschen kassiert. Ah, scheiße. Jetzt hat der einen Red Buff, das ist natürlich jetzt richtig bitter. Aber da müssen wir flashen. Ja, ich muss mal ein bisschen weniger quatschen und mich gerade ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren. Dass unser Jungler jetzt gerade hier gestorben ist, ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ach kommt schon, Leute, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Ach, ey. Ja. Ich habe eigentlich in jedem Game so ein Glück, dass ich hardcore gebabysittet werde. So wie es jetzt gerade sich auch schon wieder anbahnt. Aber davon lasse ich mich nicht unterkriegen. Im Late Game one-shotten wir sowieso alles weg. Da kann der Jax ruhig angejumpt kommen, wie er will. Dann kriegt er halt unsere Ulti ins Gesicht und ist tot. Beziehungsweise eigentlich will ich meine Ulti eher auf Twisted Fate setzen, weil er AP hat. Und unsere Ulti skaliert extrem auf AP von uns und auf die AP vom Gegner. Also macht das schon mehr Sinn, denke ich. Ja, mit dem Red Buff, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Das macht natürlich schon ziemlich viel Schaden. Unsere Q hat noch ein bisschen lang Cooldown. So, wir haben 17 CS und Twisted Fate hat 30. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen mehr hier anstrengen. Jo, alles klar. Das tat weh. Knallen wir uns mal direkt einen Pot rein. Jax wird vermutlich nicht lange auf sich warten lassen. Und möglichst immer versuchen, mit der Q zwei Minions zu treffen, damit man den passiven Effekt einigermaßen schnell
hochstacken kann. Hier kriegen wir Fähigkeitsstärke pro Minion, den wir töten. So, wir konzentrieren uns erstmal jetzt am Anfang sowieso hauptsächlich auf den Farm. Ah, komm schon. Bisschen dodgen und ja. Ich werde mal ein Ward da reinstellen und ein Ward hier oben, weil der Jax gerade Richtung Botlane gerannt ist. Denke ich, dass er gleich zu mir kommen wird. Okay, da ist der Gank leider geglückt. Gut, ich hoffe aber, dass unser Jungler jetzt nicht so traurig ist, dass er nicht mehr auf unsere Lane kommt, weil er gerade gestorben ist. Das wäre natürlich schon ärgerlich, weil mit meinem Käfig und so weiter, da können wir schon was machen. Oh, okay, das ist jetzt richtig scheiße. Der Tower greift ihn leider nicht an. Okay, haben sie, sehr schön, aber er hat leider den Kill gekriegt. Das ist dann wieder nicht so schön. Ich hatte TP, ja, habe ich jetzt auch gerade gemerkt. Okay, da hätte ich ein bisschen was machen können vielleicht. Leider steht da jetzt kein Ward hinten. Wir haben unsere Ulti. Ich bewege mich mal Richtung Botlane, die laufen mir anscheinend gerade in die Arme. Wenn ich das richtig sehe, ja. Ich sehe es anscheinend richtig. So, da haben wir einen Kill gut gemacht. So, da kriegen wir dafür bestimmt nochmal einen Assist. Ah, wunderbar. Dann hält sich das auch schon wieder einigermaßen in Grenzen, dass wir gerade gestorben sind. Twisted Fate steht 2-1, hat 10 CS mehr, beziehungsweise 12. Die machen den Drake, das finde ich gut. Da brauchen die mich nicht unbedingt bei. Okay, den habe ich leider nicht mehr gekriegt. Immer schön den dicken Minion auf jeden Fall mit der Q killen. Weil er gibt uns nochmal den doppelten Effekt. Na, da sind wir, glaube ich, down. Das sollten wir nicht überleben. Nein. Ja, Twisted Fate halt. Er hat auch schon extrem viel AP. Er hat sich den dicken Stab schon gekauft und Sheen. Na, okay. Das ist halt so. Er hatte 2 Kills schon. Jetzt müssen wir mal gucken, was können wir uns kaufen. Auf jeden Fall den dicken Stab. Und ich würde sagen, dann holen wir uns noch Boots, damit wir ein bisschen mobiler sind. Twisted Fate hat halt keinen Skillshot in dem Sinne, ne? Wenn er seinen Stun trifft, was eigentlich ziemlich easy ist mit Twisted Fate, ne? Er braucht ja nur die gelbe Karte picken, ein Auto-Attack auf mich zu machen und dann bin ich gestunt. Dann trifft er auch seine Q und kann 2-3 Auto-Attacks noch drauf machen, Ignite, und dann bin ich halt tot. So wird das halt laufen, so ist es gerade auch gelaufen. Muss ich ein bisschen aufpassen, ein bisschen safe spielen und hoffen, dass mein Jungler ein bisschen helfen kommt. Wäre zumindest schon ziemlich angenehm. So, unser Botlane Tower ist leider down. Twisted Fate war unten, okay. Haben die was gekriegt? Ich glaube nicht, außer den Tower. Was mache ich jetzt am besten? Ich könnte mal versuchen, auf der Toplane zu helfen. Ich ping schon mal, dass ich auf dem Weg bin. Ich werde wohl mal außen rumlaufen, damit sie mich nicht sieht. Und hoffe, dass der Jungler jetzt nicht zufällig auch da ist, wo ich bin. So, Xen ist auch da. So, das heißt, ich gehe da jetzt rein mit meinem Cage. Zack. Ah, okay. Haben wir leider nicht gekriegt, den Kill. Das ist schade. Aber gut, dann hat dafür unser Xin Zhao noch einen Kill gekriegt. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ich meine schon. Sejuani steht 3-0. Ich stehe 1-2. Nicht so gut, aber ich bin ein Late-Game-Champ. So, haben wir den Blue gekriegt. Das ist nett. Und dann können wir jetzt auch ein bisschen entspannter hier farmen mit unserer Q. Weil wir nicht mehr so das Mana-Problem haben.
Wenn wir ein bisschen mehr AP haben, können wir auch durchaus hier an den Seitencamps immer mal eine Q reinschmeißen. Da kriegen wir zwei Stacks für die kleinen Wölfe. Das lohnt sich auf jeden Fall. Okay, da flash ich weg, weil sonst wäre der Stun auf jeden Fall durchgekommen von Twisted Fate. Okay, die Karte nehme ich mit. So, wie viel haben wir schon? Wir haben schon 60 AP gekriegt durch unsere Q. Das heißt, wir farmen einigermaßen okay. Dafür, dass wir noch keine Cooldown Reduction haben. Okay. Das war jetzt nicht so der Hammer. Aber ihr Heal ist raus. Oh, 300 Damage machen wir schon mit unserer W. Damit lässt sich schon arbeiten. So, ich werde meinen Käfig jetzt gleich mal hier irgendwo platzieren. Und dann hoffe ich, dass mein Team mit reingeht, beziehungsweise was machen kann. Wir haben jetzt Ulti wieder. Okay, die haben diesen Herold gekillt. Das ist ein bisschen ungünstig. Da halten die Minions jetzt ein bisschen mehr aus. Und machen mehr Schaden. Und ja, jetzt ist das Problem, wir müssen Soraka killen. Wenn wir Soraka nicht killen, dann kriegen wir halt keinen Down. Und ich glaube nicht, dass sie sich hier freiwillig jetzt von uns catchen lässt. Ja, schade, hat sie nicht getroffen. Ich wäre auch direkt mit dem Käfig dann draufgegangen. Ah, okay. Ja, nehmen wir mit den Damage, kein Problem. Wir machen auch schon einigermaßen Schaden. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich jetzt zurückgehe am besten und ja, das werde ich jetzt auch tun. Okay, da haben wir leider nicht getroffen. Okay, da kommt ein Gank. Wollen wir mal schauen, ob da irgendwas gemacht werden kann. So, Ulti rein und da haben wir ihn. Wir haben es zum Glück überlebt. Sejuani hat noch TP'd für den Notfall, denke ich jetzt mal. War okay. Lief insgesamt ganz gut für uns. Wir holen jetzt Richtung Morellos so ein bisschen Cooldown Reduction. Verkaufen wir einen Dorans oder nicht? Nein, tun wir nicht. Weil so regenerieren wir noch ein bisschen Mana. So, jetzt haben wir 25% Cooldown Reduction, 3,7 Sekunden auf die Q. Das heißt, jetzt kann es richtig losgehen mit dem Farm. 76 AP haben wir schon bekommen. Sind jetzt schon auf 230 AP mit so ein bisschen Items. Das ist auf jeden Fall schon ziemlich nice. Wir laufen mal Richtung Team, beziehungsweise ja, TP'en können wir leider nicht. Okay, Leona ist down, denke ich mal. Ja, Leona ist down. Okay, die haben wenigstens den Drake gekriegt und ja, 2 für 1 ist auch okay. Ich hätte vielleicht einen anderen Summoner-Spell nehmen sollen, da ich jetzt mit dem TP bisher noch nicht so allzu viel anfangen konnte. Beziehungsweise einmal hätte ich was anfangen können mit dem TP, aber hab's absolut verpennt. Aber wir fahren hier fleißig weiter. Oh, ihr seht den Damage, Flash ist raus von Twisted Fate. Hätte ich jetzt meine Ulti gehabt, wäre auf jeden Fall One-Shot gewesen. Oh, ich denke mal, jetzt wird er ein bisschen Respekt haben und nicht mehr so YOLO engagen, wie er es die ganze Zeit gemacht hat. Ja, okay, sie hat schon wieder Heal geused. Okay, damit kann ich wohl leben. Okay, ich glaube, da stand ich nicht drin, aber... Ja, jetzt bin ich tot, denke ich mal. Ja,
der Damage war ein bisschen krass. Wo kam der Schaden her? Hat er das schon voll? Nein. Na gut, okay. Blöd gelaufen. Ja, komm, ich verkaufe jetzt einen Dorans, damit ich mir Morellos fertig kaufen kann. Und dann geht's wieder zurück in die Midlane. Oh, hoffentlich stirbt sie nicht. Okay, sie überlebt. Das ist schön. Ich halte mir mein TP mal bereit. Falls sie hier jetzt irgendwo ein bisschen Action machen wollen. Ich wäre ready. So, was macht unsere Ulti an Schaden? Ja, knapp 500 plus 80% AP vom Gegner. Das heißt, Twisted Fate hat ja schon ein bisschen AP. So ungefähr 200 AP hat er. Das heißt, er kriegt nochmal 160 extra Schaden von unserer Ulti. Das ist schon ganz ordentlich. Ich gehe mal Richtung Top. Vielleicht kann ich da noch helfen. Nein, vermutlich nicht. Okay, das ist jetzt schlecht. Ich werde da rausflashen. Ah, scheiße. Okay, da werde ich jetzt wohl wahrscheinlich down sein. Jetzt kommt Twisted Fate bestimmt gleich hier hin. Nein, kommt er nicht, zum Glück. So, was machen wir jetzt? Wir werden uns executen. Ah, ich glaube, ich gebe kein Gold mehr, oder? Ja. Weil da wären wir jetzt vermutlich nicht mehr weggekommen. Und wenn wir uns executen, kriegt halt keiner Gold dafür. Also halb so wild. Leider sind wir jetzt tot und können nicht farmen, nicht fighten, kann gar nichts machen. Aber ich finde, 2-4 ist schlecht genug. Da müssen wir nicht noch... Naja gut, eigentlich 2-3. Wir müssen da jetzt einen tot abziehen, weil ich habe mich executed. Ihr habt es gesehen, Leute. Okay, der Herold ist schon wieder down. Wer hat ihn gekriegt? Twisted Fate, okay. Das ist sehr schade. Ich gehe Richtung Botlane, dann können die beiden in der Mitte bleiben. Ich brauche Farm. Twisted Fate ist ziemlich gut im Game. 6-2 steht er. Ist auch überall präsent durch seine Ulti. Ja gut, okay. Ich dachte jetzt eigentlich, dass die in der Mitte farmen, weil ich habe ja extra gepinkt, dass ich auf die Botlane gehe. Ah gut, okay. Schade, schade. So, die fangen an zu groupen, das heißt, das sollten wir vielleicht auch mal überlegen, ob wir das nicht tun sollten. Schade, dass sie da nicht getroffen hat. Fleißig farmen. Unsere Ulti haben wir jetzt auf dem nächsten Level, das ist schon mal sehr schön. Kommt noch mal ein bisschen mehr Schaden. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, ob ich Rabadons zuerst baue oder vielleicht doch ein bisschen was Tankiges, so ja, in Richtung Sonias. Oh, okay. Naja. Ihr werdet sehen, im Late Game, wenn ich Sonias und Rabadons habe, dann zerstören wir die einfach. Gnadenlos, würde ich mal so behaupten. Okay, kann ich da noch was machen? Einen Käfig setzen, ja. Aber, okay, das haben wir auch noch geschafft. Noch ein Auto-Attack, mehr kann ich jetzt allerdings nicht machen. Ich hoffe, die kommen nicht weg. Kann Sejuani noch mal slowen. Gut, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ja, okay, da kommen wir nicht dran. Wir gehen wieder in die Midlane, pushen in den Tower rein. Ich hoffe, dass die jetzt noch den Kill kriegen und ich noch einen Assist kriege. Was ich schon... Ja, okay, das war sehr ärgerlich. Ich glaube nicht, dass sie die noch kriegen. Thank you.
So, wir haben Drake gemacht, okay. Twisted Fate ist oben. Ich mach den Tower. Oh fuck, da habe ich echt gefailt. Nein, das war so schlecht von mir. Ich hatte meine Ulti nicht. Ich habe gedacht, ich hätte sie. Scheiße. Na gut. Das kann passieren. Sollte natürlich nicht, aber ich kann es jetzt leider sowieso nicht mehr rückgängig machen. Ja, eigentlich wäre ich schon fast dafür, Rabadons zu kaufen. Ach, was mache ich denn jetzt so? Ja, ich hole mir Rabadons, ich will mehr Schaden machen. Wir verkaufen das jetzt auch, damit wir uns die Boots hier holen können. Hätte ich hier die Q nicht gefailt und meinen Stun und alles mögliche, dann wäre es natürlich schon besser gewesen. Und hätte ich die Ulti gehabt, dann hätte ich sie gekillt, aber ich bin einfach ein Noob. So ist es und, na. Scheiße. 2, 5, 4. Das wird auf jeden Fall noch besser. Wie viel haben wir hier gekriegt? 124, okay. Jetzt ist die Frage, gehen die schon wieder zum Baron? Denke schon. Ja, hat nicht ganz gereicht. Haben die Reichweite verringert? Kann das sein? Nicht getroffen, okay. Komm, wie lange hält seine Karte? Okay, sie ist raus. Stun doch. Ah, okay. Wollte er nicht. Da flash ich lieber weg, bevor der Jax Jump kommt. So, mein Team ist ein bisschen gesplittet. Ich weiß nicht, ob das jetzt so optimal ist. Vayne ist auch auf dem Weg. Ich bin auch auf dem Weg. Ach du Scheiße, hat er mich noch getroffen. Ja Leute, so viele Fails in einem Game werden einem nicht verziehen. Okay, da können wir vielleicht was machen. Oh, was war das? Okay, die Minions wollen hier ein bisschen Stress haben anscheinend. Aber wir gehen lieber back. Ich will da jetzt nicht unbedingt sterben. Oder wir trappen sie. Das könnten wir natürlich versuchen. In der Hoffnung, dass die hier kein Ward drin stehen haben. Okay, ich porte mal lieber back. Ja, Miss Fortune hat auch schon wieder full life, da können wir nicht viel machen. Können wir uns Rabadons leisten? Nein, schade. Das ist sehr schade. Was holen wir uns denn dann? Verkaufen können wir auch nichts. Na gut, dann holen wir uns halt erstmal gar nichts. Ja, TP kann ich eigentlich jetzt im Moment gar nicht gebrauchen. Okay. Lane ist down. Interessant. Nehmen wir mit. Free AP nehmen wir immer gerne mit. So, deleted nennt man das. So, Jax Stun ist raus. So, haben wir nochmal richtig dicken Damage gemacht. Ihr seht, jetzt fängt langsam das Late Game an. Und wir haben... Ja, noch ein Kill, sehr schön. Die könnten wir doch auch noch kriegen, denke ich wohl.
Ah, okay, okay. Anscheinend doch nicht. So, Baron wäre jetzt eine gute Idee, da alle down sind, könnte man den jetzt sehr schön machen. So, wir stellen mal hier ein Ward hin, stellen dann hier oben auch nochmal einen hin zur Sicherheit. Und dann gehen wir Richtung Baron. So, jetzt stehen wir 5-5. Es fängt langsam an, gut zu laufen für uns. Die Power von Veigar kommt spät, aber sie kommt auf jeden Fall. Und ab jetzt wird sich das Game drastisch ändern, würde ich mal behaupten. Oh, Baron haben wir. Sehr schön. Jetzt gehen wir zurück. Wir können jetzt richtig schön einkaufen gehen. Rabadons haben wir fertig. Wir kaufen uns noch ein bisschen AP. Und gehen jetzt als nächstes Richtung Stundenglas und danach Voidstaff, würde ich sagen. Ja, Voidstaff oder Ludens, ja, ich schau mal, wie ich jetzt gleich so Lust habe. Wir haben 770 AP, unsere Ulti macht ultra viel Schaden, unsere Q auch. Okay. Komm, den kriegen sie doch, oder? Mein Stun hat gesessen, wenigstens. Konnte ich jetzt nicht allzu viel gegen machen, da haben die mich richtig runtergeknüppelt. Kriegen sie den Jax? Das wäre schon schön. Jawohl, sehr schön, sehr schön. Gut, wir sind leider gestorben, haben aber wenigstens einen Assist dafür gekriegt. Damit kann man dann doch schon arbeiten. Ja, dass sie da durchlaufen, war jetzt ein bisschen bad. Und holt euch die Soraka. Die kommt nicht weg. Ja, okay, nice. Nächste Kill für die Vayne. Vayne wird anscheinend gerade sehr gefeedet. 5-3-5. Wunderbar. Miss Fortune ist gar nicht ins Game gekommen. Zum Glück ist sie nicht ins Game gekommen, sagen wir es. Müssen wir so sagen, weil Miss Fortune ist im Moment ein ziemlich starker AD Carry, wenn man ihn richtig spielen kann. Die Ulti macht super viel Schaden, skaliert extrem gut auf AD. Und die Crits sind auch nicht zu verachten, die Miss Fortune mal eben raushauen kann. Ja, da müssen wir mal gucken, wir bräuchten eigentlich noch irgendwie 10% Cooldown Reduction, wäre schon nice. Aber ich glaube, da kommen wir nicht drauf. Wüsste jetzt zumindest nicht woher, außer vom Blueber. Kriegt er sie? Ja, nicht ganz, aber... Ja, komm. Nice. Der regelt das ganz gut bisher. Hier ist ein Ward. Ah, ich TP mich, vielleicht kann ich da helfen. Okay, da habe ich meine Ulti versucht noch zu klicken, hat nicht mehr ganz gereicht. Vierfach Tötung, Shinsau. Wunderbar. Ich werde hier die Botlane pushen. Miss Fortune ist auch am Start. So, wenn sie gleich ein bisschen... Oh, Pentakill fürs Shinsau. Glückwunsch. Good job. Der macht einen ziemlich geilen Job. Ziemlich gut, der Shinsau. 15-4 steht er. Double Kill für uns. Leider ist er jetzt gestorben. Zack, Hälfte Leben weg. Ihr habt's gesehen, das ist ein Ultraschaden einfach. Zack, gehen wir nochmal mit. Und wenn er jetzt noch ein bisschen weiter chasen sollte, wird er sterben. Das weiß er wahrscheinlich selber auch. Ja, und da jumpt er jetzt auch raus. Ja. Jetzt fängt es langsam richtig an, hier Spaß zu machen. Okay, ihr Flash ist auch raus. Ah, hat nicht ganz gereicht. Sie hatte noch Heal, schade. Schade, schade, schade. Wir hatten leider nichts mehr ready. Jetzt haben wir Sonyas fertig. Und jetzt ist die Frage, was machen wir? Bauen wir noch mehr auf Damage oder gehen wir... Ja, eigentlich ist beides Damage, ne? Ich will auch beides bauen eigentlich. Ach komm, wir holen uns Ludens. Und danach kann man immer noch einen Voidstaff holen. Die haben nicht allzu viel Magieresistenz. Um genau zu sein, gar nichts. Außer hier das Item von Soraka. Ah, 10 Magieresistenz. Naja, gut. Ist jetzt nicht so viel, dass man einen Voidstaff kaufen müsste. Ich denke schon, dass Sejuani das überleben wird. Ja, ganz locker.
So, wir haben leider jetzt kein TP. Okay, Sejuani ist down. Schade, schade. So, ich bin jetzt der Einzige, der jetzt gerade lebt. Das heißt, wir bleiben hier schön am Tower stehen. Werden das alles wegdeffen. Kann man mit Veigar super machen. Da unsere Meteor einfach schon 1100 Schaden fast macht. Oh, sehr schön. Ah, Flash raus. Okay. Ja, nochmal ein Double Kill. Dann nehmen wir alles dankend mit. Das schadet alles nicht. So, 218 AP haben wir schon durch unsere Passive. Dann pushen wir jetzt die Mitte durch. Den Tower müssten wir eigentlich kriegen. Der Start war ein bisschen schlecht, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich bin es noch nicht so ganz gewohnt, zu zocken und zu labern, alles gleichzeitig. Zack, down. So, habt ihr gesehen, den Burst von mir? Zack, holen wir uns nochmal einen eben mit. Schauen wir mal, kriegen sie die noch? Eigentlich schon, ja. So, können wir da noch ein bisschen helfen? Na, können wir nicht, aber den Inhib können wir uns holen. Ganz entspannt. So, dann gehen wir jetzt gleich auch weg. Haben schon wieder 2000 Gold. Ich würde sagen, wir könnten uns den hier sogar noch schnappen. Ah, scheiße, ich hatte meinen Sohn jetzt auf die falsche Taste. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe gedrückt, aber es ging nicht durch, weil es auf der falschen Taste lag. Da bin ich ein bisschen eigen. Das muss auf der richtigen Taste liegen, weil ich diese zwei Tasten hier vorne, 1 und 2, habe ich beide auf der Maus liegen. Da habe ich mich so dran gewöhnt mittlerweile, dass, ja, dass sie da unbedingt liegen müssen, die Items. So, egal, gut. Wir konnten trotzdem einigermaßen gut einkaufen. Können uns jetzt noch Homeguards dazu holen. TP haben wir auch gleich wieder ready. Und jetzt erstmal einen Schluck trinken und dann, ja, fahren wir die Gegner nochmal ein bisschen weiter ab. Wir stehen 11 zu 8. Die 8, die stört mich allerdings so ein bisschen. Wäre schon schön, wenn da eine 2 oder sowas stehen würde oder eine 0 am besten. Aber gut. Man kann nicht alles haben. So, der Baron ist auch wieder ab. Müssen wir nur ein bisschen gucken, dass wir hier nicht getrappt werden. Ich schmeiße mal einen Meteor rein. Nein, da ist keiner. Okay, sie sind am Baron. So, wir haben ein bisschen Schaden gemacht, haben aber leider jetzt keinen Kill gekriegt. Ist auch nicht so schlimm. Da jetzt nur noch Twisted Fate lebt, der nicht viel machen kann gegen uns. Also zumindest nicht alleine, er braucht schon ein Team eigentlich. Schafft Sejuani das alleine? Ich denke doch wohl. Na, er schafft sie nicht, okay. Das ist sehr interessant jetzt. Er will sich wegtippen, schafft er auch. Okay, da kann ich nichts machen. Ich habe meine Ulti gerade auf Jax, glaube ich, gehauen. Einfach nur, um nochmal ein bisschen Burst drauf zu hauen, damit er stirbt. Gar nicht mal so, dass ich den Kill kriege, sondern einfach... Ach du Heilige... Oh, der macht aber auch schon bösen Schaden, stelle ich mal gerade fest. Es steht hier nicht, aber ich denke mal, Lichbane hat mich gekillt, weil bei der AP-Zahl 400 Schaden, Lichbane alleine. Ja gut, da habe ich ihn ein bisschen unterschätzt. Das sollte man beim Twisted Fate auch eigentlich nicht tun. Uns fehlt noch ein bisschen Gold. Sonias habe ich auch ein bisschen verpennt zu aktivieren gerade. Damit hätte ich den Stun eigentlich blocken können. Stop Flame. Just. So. Flamerei bringt nichts, Leute. Lasst es am besten immer sein. Flame macht keinen Sinn. Sobald ihr anfangt zu flamen, ist das Game quasi schon verloren. Schafft er sie? Ah, okay, da TP ich mich jetzt. Okay, ich breche TP ab. Das macht keinen Sinn. Da gehe ich nicht hin. Vier Leute sind jetzt da. Marseille ist leider down.
Jetzt hoffe ich mal, dass sie sich nicht hier alle exekuten einzeln. Das wäre schon ziemlich schlecht. So, unser Tower ist hier down, das heißt, wir müssen ein bisschen zurückgehen. Noch ein bisschen Damage konnten wir drücken, aber nicht allzu viel. Tschüss, Twisted Fate. Ach, wo kam der denn weg? Wo war der denn? Den habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Okay. Schade. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht, dass Jax auch noch existiert. Komm, den müssten sie doch haben. Ja, gut. Jax ist down, Soraka ist down. 3 für 3, ob das jetzt worth war, ich weiß nicht. Gut, zumindest haben sie jetzt keinen Baron-Buff mehr, da Twisted Fate gestorben ist. Aber so wirklich gut war es trotzdem nicht. Oh, die haben den Trank ein bisschen verstärkt, der gibt jetzt 50 AP. Ich meine, das wäre vorher weniger gewesen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn es anders sein sollte. Aber ich meine, der hat vorher 40 AP gegeben oder 25. Oder war das der AD-Pot hat, glaube ich, 25 gegeben und AP 40. Aber ich meine, den haben sie verstärkt. Ich will jetzt den Blue-Buff haben, gehe zum Blue-Buff. Die 10% Cooldown-Reduction hätte ich schon gerne. Unsere Ulti macht 1500 Schaden. Plus halt immer noch diese 80%, ne? Ach, Junge, warum musst du dir den denn nehmen? Gut, wenn er meint, er braucht ihn, dann braucht er ihn anscheinend. Soll er ihn halt nehmen. So, wir haben knapp 1000 AP und haben noch ein komplettes Item frei. Ich denke doch, dass wir so auf 1100 bis 1200 noch kommen in diesem Game. So schnell wird das wohl nicht vorbei sein. Wir müssen ein bisschen aufpassen vor Jax. Okay, die sind leider nicht mehr da. Eigentlich würde ich jetzt vorschlagen, dass wir mal einen Inhib holen, beziehungsweise beide Inhibs holen. Das würde jetzt schon Sinn machen. Wir gehen mal lieber ein bisschen hier raus. Ich will nicht da mittendrin stehen. In der Ulti. Ulti von uns drauf. Ah, okay, haben wir noch nicht mal mehr einen Assist für gekriegt. Schön, das war's. Dann ist das Game vorbei. Wir sind auf 1000 AP sind wir gekommen. Ihr habt die Stärke von Veigar hoffentlich gesehen. Ist ein ziemlich cooler Champion. War er in der letzten Season, ist er auch immer noch. Gegen AP-Champions in der Mitte immer ein cooler Pick. Gegen Assassinen bzw. sowas wie Talon oder sowas sollte man Veigar möglichst nicht picken, da man da schon relativ wenig Chancen hat zu gewinnen. Gut, es kommt immer darauf an, wie spielt der andere, wie spielt man selber. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, lasst mir ein Abo da, liked das Video, wenn es euch gefällt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr gerne sehen möchtet. Oder was ich verbessern kann. Oder was auch immer. Ne? Macht's gut und bis zum nächsten Mal.